ergreift sie. Stoppt sie! Wir haben die Eier geschnappt, Eure Hoheit. Jedes einzelne. Exzellent. Vielleicht seid ihr ja doch noch zu etwas Nutze. Nun geht, bewacht die Tunnel. Stoppt jeden, der hindurch will. Wo sind die Eier? Die Löcher führten zur anderen Seite der Drachenwelten. Wir fanden ein paar Eier, aber sie waren zu schwer zum Tragen. Die andere Seite der Welt? Die vergessenen Welten. Spyro, du musst das tun. Niemand sonst passt durch diese Löcher. Ja, komm schon, los geht's. Finde die Eier und bring sie zurück, Spyro. Du bist unsere einzige Chance. Wird gemacht! Ja! Wie immer ist er der Einzige, der alles machen kann. Willkommen zu Spyro 3. Auch hier werden wir es so machen. Oh mein, hab ich nur die normale Flamme, sehe ich gerade. Auch hier werden wir es so machen, dass wir alles so weit holen, wie wir müssen. Und auch kein, also vielleicht auch kein 100% haben. Wenn ich mich dann mal dazu entschließen sollte, das auf 100% zu spielen, kann ich es immer noch jederzeit nachholen. Aktuell aber ist da kein Bedarf. Ich habe es ja schon mal gemacht. Und von daher... Ach, jetzt kann er nicht mehr tauchen. Er kann nicht mehr tauchen. Okay, schon Minuspunkt. Ja, aber der dritte Teil ist ganz okay, muss ich sagen. Hat auch sehr viel Spaß gemacht. Hat auch so ein paar Ecken und Kanten, wo ich sagte, boah, das war ziemlich nervig. Oder ist ziemlich nervig. Ja. Wir werden mal gucken, wie weit wir kommen. Ich möchte das heute eigentlich ganz genau durchspielen. Damit das auch fertig ist. Deswegen werde ich die Folge, beziehungsweise die Aufnahme komplett durchlaufen lassen. Und dann nachher schneiden. Und dann kann ich selber entscheiden, wie lange wir die Folgen machen. Die Spyro Teile 2 waren ja so ungefähr 20 Minuten circa. Auf eine. Und da kommt diese komische Tunte. Oder, meine ich? Du bist also derjenige, der die Eier retten soll, ja? Wie traurig. Hör zu, Drache. Wenn du weißt, was gut für dich ist, kriechst du in das Loch zurück, durch das du gekommen bist. Diese Eier gehören jetzt uns. Und ich habe sie an Orten versteckt, die du in 1000 Jahren nicht finden wirst. Und solltest du doch ein Ei finden, werden dich unsere erfahrenen Armeen jagen und es zurückbringen. Habe ich mich klar ausgedrückt? Wenn ich dich hier nochmal sehe, werde ich sehr wütend sein. Und du wirst mich nicht mögen, wenn ich wütend bin. Ja, die, glaube ich, die Synchronstimme von Sylvanas, ne? Meine ich. Bin mir nicht sicher, aber ich meine ja. Hi, Spyro. Du kannst die Kamera nach links oder rechts bewegen. Um die Kamera hinter dir zu zentrieren, drück Kamera zentrieren. Du kannst dich umschauen, indem du Aktion gedrückt hältst. Ja, das brauchen wir aber alles, glaube ich, gar nicht. Wir sammeln erstmal die Sachen so weit ein, die wir einsammeln können und dann... Ach, guck mal, da ist der Moneysack wieder. Die wir einsammeln können und dann machen wir auch dementsprechend weiter. Das heißt, ich sammle jetzt erstmal alles. Und dann gucken wir mal. So, Mr. Moneysack, wen hast du denn da? Sheila! Spyro, wie lustig, dich hier zu treffen. Ich habe dich nicht mehr gesehen, seit wir Ripto in Avalar besiegt haben. Mit meinem Geschäft ging es danach bergab, also bin ich hierher gekommen und mit der Zauberin ins Geschäft gekommen. Eine reizende Frau. Scheint auch Drachen zu mögen. Die Zauberin hat mich gebeten, Sheila, das Känguru, zu bewachen. Wenn du etwas mehr Geld hättest, könnte ich sie entkommen lassen. Vielleicht willst du sie als Haustier. Ja, dass man jetzt noch nicht genug hat, ist klar, 300. Wir müssen übrigens auch die Leute befreien, denn die sind auch sehr wichtig für uns, sonst kommen wir quasi nicht ins nächste Level. Und die haben nochmal ein separates Level, was man spielen kann. Das ist nämlich, glaube ich, das erste Mal in Spyro.
gewesen. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, dass man halt auch andere Charaktere spielen kann. Zum Beispiel wie Sparks. Den kann man, glaube ich, auch im dritten Teil auch spielen. Und um alles auf 100% zu machen, muss man, soweit ich weiß, also korrigiert mich gerne, wenn ich da falsch liege, müsste man alle Charaktere, glaube ich, befreit haben, weil man die für verschiedene Level braucht. Soweit ich das nämlich weiß, um dann halt auch das Level auf komplett abzuschließen. Soweit habe ich das jetzt noch in Erinnerung. So, Jäger will auch gleich noch irgendwas von uns. Wer bist du? Ich bin spät dran für eine Dinnerparty in der Tiki-Hütte und das Portal zu mir nach Hause funktioniert nicht. Vielleicht geht es wieder, wenn ein paar mehr Drachen schlüpfen. Den Eier. Ja, genau, das ist halt das Nächste. Also, es ist wie mit den Kugeln im zweiten Teil. Wir müssen hier quasi jetzt Eier sammeln. Aber den Kopfstoß, den haben sie behalten. So, wir haben 2 8 Stück fehlen dementsprechend noch. Das heißt, wir müssen natürlich auch gucken, dass wir so viele Eier wie möglich wieder sammeln. Mit den Kugeln, das haben wir ja nachher noch nachgeholt. Deswegen werden wir versuchen, jetzt so viele Sachen oder Eier wie möglich zu holen. Heute ist man halt so ein bisschen verschleimt, habe ich so das doofe Gefühl. Muss wieder dauernd rausfahren. Und das machen wir natürlich auch. So, dann erzähl uns jetzt, wie man springt. Auf dem Grund dieses Sees liegt ein Ei. Ich würde es ja holen, aber ich will mein Fell nicht nass machen. Holst du es rauf? Du kannst tauchen, indem du Stürmen an der Oberfläche drückst und auch unter Wasser stürmen, indem du Stürmen gedrückt hältst. Ja, das ist das, was man im zweiten Teil erstmal kaufen musste. Und man hat natürlich auch diesen schönen Sprung wieder. Und was man natürlich auch hat, ist quasi das mit Sparks, dass wenn ich die Taste drücke, dass er uns sagt, wie die Diamanten sind. Oder Edelsteine, je nachdem, wie man das Ganze nennen möchte. Ich glaube, Edelsteine haben sie es hier genannt. Und da braucht man die ganzen Leute für, um diesen Heißluftballon runterzuholen. Ja, es hört sich komisch an, aber es ist leider so. Und da ist ein Sparks-Level. Ja, das ist eine besondere Aufgabe für Sparks, die kann man dann nachher auch machen. Ich glaube, da bekam man auch nur... ich glaube, es waren Edelsteine. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Was waren, glaube ich, Edelsteine? Und wir haben auch wieder hier Fluglevel in dem Spiel. Die mag ich überhaupt nicht, muss ich sagen. Das war nie so mein Fall in dem Spyro-Teil. Deswegen habe ich es auch den ersten paar ausgelassen. Und ja, wir gucken mal, wie weit wir kommen heute. Also wie gesagt, ich würde das ganz gerne durchspielen. Ich könnte gleich mal gucken, wie lange Spyro 3 ungefähr geht. Also wir haben den zweiten Teil in circa 4 Stunden abgeschlossen. Und ich habe noch 2 andere Spiele, die ich noch ganz gerne mal machen würde. Wo man auch so einen Tag für einplanen müsste. Aber ich glaube, das werde ich im nächsten Urlaub machen. So, ihn können wir noch nicht öffnen. Da brauchen wir 14 Eier. Also ihr seht schon, die Sheila, die müssen wir holen. Den Zuckermann müssen wir da holen. Die Robbe müssen wir holen. Das sind schon mal 3 Leute. Mit dem, ich glaube, Jäger hilft uns nicht. Müssten noch ein paar mehr sein. Da brauchen wir sogar 20 Eier. Also wenn wir die ganzen Level gemacht haben, dann werden wir auch die ganzen Eier schon bekommen. Und, ach, schlimm heute. Ja, dann kann ich auch noch nicht hier rüber fliegen, glaube ich, ne? Dann geht das auch, glaube ich, gar nicht, ne? Dann komme ich nicht da rüber. Ne, da war das nicht. Was ich denn? Nein, hey, das heißt, bin ich... Ja, lasst meine Kamera auf aktiv. Passiv ist so... ekelhaft einfach. Ja, aber dann musste die Kamera in mich selber drin. Aktiv ist jetzt hier wirklich auch nicht aktiv. Aber wie kam ich denn da hoch? Ich glaube, da gab es da auch irgendwie einen Trick von, wie man da hinkam. Aber ich muss erstmal wieder gucken. Er erklärt uns jetzt, wie man dann das mit dem Fliegen macht. Ich habe eins dieser Portaldinger gefunden, das in eine andere Welt führt. Aber du musst gleiten, um es zu erreichen. Drück Sprung und dann nochmal Sprung, wenn du in der Luft bist, um zu gleiten. Folge mir einfach. Der Jäger ist so nutzlos einfach. Ist so nutzlos. Aber ich glaube, die, wie hieß sie denn jetzt? Drück erneut. Ja, lass mich doch mal in Ruhe hier. Meine Güte, ich weiß doch, wie das geht. Jetzt im zweiten Teil ist, glaube ich, nicht mehr dabei. Mit dem Professor. Ich weiß den Namen gerade nicht. Das ist hier so eine Art Power-Up, da kann man nämlich fliegen. Aber das brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Deswegen will ich hier eigentlich hier nur die Sachen mal eben sammeln.
Es läuft halt sehr schnell aus. Also ne, man hat auch sehr viel übernommen aus dem zweiten Teil. Was man bisher so sehen kann. Und ja, das Ei ist nämlich da oben. Dafür braucht man das Power-Up nämlich. Um an das Ei dran zu kommen. Power-Up Spyro. Jedes Mal, wenn du durch ein Power-Up gehst, das so aussieht, kannst du für eine ganze Weile fliegen. Ja, so viel zum Fliegen. Brauchen wir schon ein paar Anläufe, bis man das einigermaßen hinbekommt. Und da ist das dritte Ei. Oder vierte? Ne, vierte Ei ist das dann. Ja, sag ich doch, vier Teil. Und da sind sogar noch Diamanten, die wir vergessen haben. So, dann würde ich sagen, machen wir direkt das Level. Hier habe ich noch irgendwas hier, Sparks. Er sagt mir da hier hinten. Ach, da, guck mal. Drei Stück fehlen mir noch. Wo sind sie? Okay, das heißt, einer müsste noch fehlen. Hier unten? Ach, da in der Ecke. So, dann haben wir das nämlich schon abgeschlossen. Das ist nämlich auch so eine Sache, die wusste ich früher nicht. Die hat mir mal jemand verraten, dass es sowas gibt. Nämlich im einen Level habe ich da ziemlich lange dran gesessen, bis ich die ganzen Sachen gefunden habe damals. So, es gibt keine Videosequenz diesmal. Nein, wir sind im alten Rom. Bei den Römern. So. Oh yeah! Kannst du uns helfen? Horden wilder Rhinox haben unsere Stadt überrannt und den Bürgermeister entführt. Natürlich können wir da helfen, das ist ja kein Problem, das kriegen wir locker hin. Ja, für das eine oder andere mussten wir damals auch, glaube ich, noch ein paar Sachen haben, um hier nochmal zurückzukehren, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, das funktioniert nicht mehr, Junge. Das funktioniert nicht mehr. Quasi so die ersten Level, wo man das Spiel so ein bisschen kennenlernt. Wie gesagt, wir nehmen alles mit, was wir mitnehmen können erstmal. So, das ist auch fertig. Da kommen wir noch nicht rein. Das sind ja die großen, die kann man nicht anstimmen. Also wenn man den ersten Teil gespielt hat, oder auch den zweiten Teil gespielt hat, weiß man, dass bei gewissen Gegnertypen gewisse Sachen nicht funktionieren. Zum Beispiel den. Der Rhinox ist zu groß zum Stürmen. Du kannst ihn mit Hilfe von Angriff rösten. Ja, spätestens jetzt weiß man das auch. Wo man den rüsten kann. Und die Fee speichert wieder unseren Fortschritt. Das heißt, wenn wir mal Game Over gehen sollten, quasi in dem Level, dann holt sie uns direkt wieder zurück. Was der jetzt vorhatte, weiß ich auch nicht. So, wie sieht das hier aus? Da hinten sind noch Diamanten. Das geht nicht auf. Oh, eine Vanessa wurde gerettet. Dann fliegen wir mal darüber. Guck ich gerade, wie kam ich denn da rüber? Wie ging das denn nochmal? Das von hier aus? Guck mal, von hier aus ist es. Hier ist nichts mehr. Da komme ich noch nicht rüber. Da brauche ich zum Beispiel
Sheila, das Känguru. Ja. Ja, dafür braucht man die, um quasi das Level zu machen. Und wir müssen jetzt nochmal runterspringen, damit wir auf die andere Seite kommen. Und sobald wir Sheila quasi befreit haben, kann man das Level dann nochmal machen. Deswegen dachte ich ja, man kann nicht sofort alles auf 100% machen. Weil du gewisse Leute brauchst. Wie viel haben wir denn jetzt aktuell? Wir haben 400 Diamanten hier drin. Okay. Da hinten ist auch noch ein Ei. Ja, die Animationen sind immer dasselbe, deswegen das kann man auch sich schenken, sich anzugucken. Braucht man dann nicht mehr. So, dann jumpen wir mal hier wieder rüber. Hi Spyro, immer wenn dir eine Fee so einen Funken verpasst, bedeutet das, dass dein Fortschritt gespeichert wurde. Hast du Ärger? Kehrst du zum letzten Funken zurück? Ja, komischerweise bist du die Einzige, die unseren Fortschritt speichert, Kind. Ja, das ist eine Zwischensequenz, da kann man nichts machen. Gleich hat er einen Chicken in der Hand. Weil das kann man nicht verhindern. Die ganzen Sachen im Kreis rennen würde, wäre mir auch jemand schwindelig. Und ich glaube, hier müsste auch das Level sein mit dem Skateboarding. Boah, habe ich das früher gekotzt einfach, weil ich dieses Level so gehasst habe. Eigentlich ist es eine ganz coole Idee, aber ich mag es halt nicht. Belohne ich dich mit einem unserer berühmten Riesenhühnereier. Tut mir leid, das war das hässlichste Huhn, das ich je gesehen habe. Das war ein Drache, du Honk. Wir haben jetzt 217 gerade mal, also wir haben noch nicht so viel bekommen gerade. Ja, es ist das Skateboard-Level. Hi Spyro, ich habe diese Übungsarena für Gladiatoren gefunden, die gleichzeitig ein toller Skatepark ist. Willst du dein Können auf dem Brett beweisen? Ich wette, du schaffst es nicht, alle 15 Echsen zu fangen, die hier rumlaufen. Komm zu mir, wenn du ein paar Tipps vom Meister willst. Ja, man kann auch so ein paar Tricks machen an dem Dingen hier, ne? Das geht natürlich auch. Wenn man so ein paar Tricks machen kann. Ja, genau, das war immer das Problem bei mir. Wenn ich das versucht habe zu machen, also diesen Trick. Du musst nachher mit Punkten gegen ihn antreten und dann musst du natürlich diese Tricks können. Und das hat bei mir meistens nicht geklappt. Das hat mich immer so aufgeregt. Na. Och Junge, das war jetzt aber nicht nett. Habe ich ihn doch noch erwischt? Ich habe ihn doch noch erwischt. Sehr schön. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich für irgendwas noch die Diamanten nachher brauche, deswegen nehme ich erstmal alles mit.
erstmal alles einsammeln hier oben. Ja, doch noch ein paar Diamanten hier rum, sehe ich gerade. Ansonsten müssten wir jetzt erstmal die Diamanten haben. So, wo sind die anderen beiden? Das war jetzt mit Absicht. Da oben hängt noch einer. Das heißt, ich müsste von da oben das machen. Okay. Dann müsste ich nur noch den anderen finden. Dann habe ich nämlich alle. Hey Spitze, während du skaten warst, habe ich das hier in einem Echsenbau gefunden. So, ich glaube, das waren jetzt alle Diamanten hier, ne? Ja, ja, sagst du? Okay, wenn du alle Echsen fängst, bevor die Zeit abgelaufen ist oder du stürzt, kann ich vielleicht noch ein Ei beschaffen. Aber das wird nicht einfach. Nein, machen wir jetzt so nicht. Ja, ja, ich wollte eben gucken, wo der nach der Diamant war hier. Spark sagt, wir hätten nämlich was vergessen. Ach, da. Ja, sonst hier haben wir nichts mehr, ne? Richtung? Ach, da hinten. Hier wohin genau? Da runter habe ich da unten noch welche vergessen. Kann gut möglich sein, dass wir hier welche liegen lassen haben. Ja. Da sage ich, ja, kann ja gut möglich sein hier. Gut, dann haben wir nämlich schon mal 8 Stück. Dann können wir nämlich schon mal zurückgehen. Dann könnten wir eigentlich gleich Sheila befreien. So, Villa Sonne. Haben wir gerade soweit gemacht. Ich bekomme ein Vermögen dafür, dass Sheila, das Känguru, eingesperrt bleibt. Dieses nervige Tier muss der armen Zauberin viel Ärger bereitet haben. Das Känguru könnte mir aber versehentlich entkommen, wenn du mir eine kleine Gebühr zahlen würdest. Ah, Spyro, du bist so liebenswert naiv. Dein gutes Herz wird eines Tages womöglich dein Untergang sein, aber im Moment macht es mich reich. Ich hoffe, du weißt es zu schätzen, dass ich dich einfach so rauslasse. Echt nett von dir. Nichts für ungut, okay? Okay, ich mache ja schließlich nur meinen Job. Du musst wohl einer dieser Drachen sein, was? Ja, ich heiße Spyro. Das ist mal eine Überraschung. Ihr Drachen habt früher mal diese ganze Welt beherrscht. Dann wart ihr plötzlich einfach weg. Puff! Hier haben Drachen gelebt? Wusstest du das nicht? Ich glaube, das war vor über 1000 Jahren oder so. Und sie verschwanden? Ja, und was seltsam ist, als sie weg waren, war auch die ganze Magie der Welt verschwunden. Ich meine, diese Welt soll früher voller Magie gesteckt haben. Fliegende Schiffe, singende Wälder, Wundsteine und noch mehr. Aber ohne die Drachen ist alles vertrocknet. Funktionieren deshalb manche Portale nicht?
Ja, sie verblassen langsam. Nach und nach. Tja, ich muss nach Hause. Schadenskontrolle betreiben. Du kannst mich jederzeit besuchen. Machen wir auch direkt hinterher. Nochmal danke, Spyro. Jetzt muss ich herausfinden, was die böse Zauberin mit meiner Heimat gemacht hat. Hi, Sheila. Während du weg warst, haben uns Rinox aus unseren Häusern vertrieben. Aber keine Bange. Bobby, Pete und ich haben einen Plan, um sie zurückzuerobern. Genau, denn jetzt spielen wir Sheila, das Känguru. Die eigentlich auch mal höher springen konnte. Ah, okay. Aber ich glaube, die hat sogar extra Diamant, ne? 403 Eier. Hier bekämen wir dann quasi für Sparks einen Schmetterling. Doppelsprung kannst du auch steile Klippen wie diese erklimmen. Drücke Sprung einmal und dann nochmal, wenn du wieder auf dem Boden aufkommst. Für einen Doppelsprung. Sobald du das... Moin, Togo. Ja, Stimme ist heute so ein bisschen im Eimer, aber ansonsten geht's eigentlich. Wieder zu Hause. Hier, ich wollte Omelette daraus machen, aber du kannst es besser gebrauchen. Ich hab's auch nicht aus dem Lied mit Ruby, Ruby, Ruby. Oh, Togo, wie ist bei dir Lage so? Oh, du Drecksack. Wie immer, also nichts Neues. Ändert sich ja auch nicht so schnell, ne? Das Spiel nochmal angezockt von gestern. Was meint? Ja, das Spiel nochmal angezockt, was wir gestern gespielt haben. Das Problem ist halt, wenn du alleine spielst, also du hast wesentlich weniger Gegner, also wesentlich weniger. Und ich habe auch direkt die Waffe gefunden zu Beginn, was er sagte. Hey, Sheila, Lust auf einen Streich? Nimm dieses Ei und wirf es auf Billys Haus, okay? Ich muss mich an ihm rächen, weil er mich von der Klippe gestoßen hat. War da drüben nicht auch noch irgendwas, das man kaputt machen konnte? Doch, aber ich weiß jetzt nicht, wie ich jetzt da reingekommen bin. Ah, guck mal. Aber ich habe jetzt auch nicht wirklich viel gemacht. Ich habe jetzt nur ein bisschen geguckt mit dem anderen Account, also mit dem zweiten Charakter. Wenn du mit einem Account alles freischaltest, dann hast du mit dem zweiten auch schon alles freigeschaltet. Also es lohnt sich nicht, einen zweiten Charakter anzufangen. Alter! Also bei dem Spiel ist reich, wenn wir das einmal zusammenspielen und dann sollte das gehen. Aber ich habe auch gesehen gestern bei einem, der hat die haben das taktisch gemacht, die haben geguckt, wo richtig viele sind, haben irgendwelche Sachen hingestellt, um die abzulenken und dann geguckt, wie sie die kaputt machen können. Also nicht so wie wir, einfach Kamikaze und gib ihn. Also ich glaube, man muss da noch so ein bisschen taktischer angehen. Ey, wir haben ins Left 4 Dead auch hingekriegt, taktisch zu agieren, ja? In Payday haben wir das auch hingekriegt. Dann werden wir das ja wohl auch hinkriegen. Wenn wir so Division spielen sollten demnächst, dann müssen wir so also gucken, wie wir das dann machen. Muss ich auch noch erst runterladen. Ist ja nicht so, als würden wir das nicht hinkriegen. Ach, ich hätte da ein Spiel für dich übrigens, Togo. Ist allerdings jetzt vor kurzem erst rausgekommen, also lohnt sich jetzt noch nicht, das zu kaufen, ist zu teuer. Ich muss dir nachher den Namen schicken.
Und du musst unbedingt, also einer muss unbedingt das mit dem Fernglas skillen. Danke für die Hilfe, Sheila. Nimm dieses Ei, das ich in meinem Haus gefunden habe. Weil dadurch bekommen wir noch Sachen. Warte, was habe ich denn hier? Ach, da oben sind noch welche. Dadurch siehst du die Gegner, die werden direkt markiert. Das finde ich ja mal richtig geil. Dann kannst du nämlich direkt sehen, wo die sind, und die sind dann auch umrandet. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das nur solange zählt, wie du mit dem Fernrohr drauf guckst. Mit dem Fernglas. Das habe ich jetzt nämlich noch nicht, habe ich jetzt nicht gesehen bei ihm. Aber die haben es auch kurz nach Release gespielt, ne? Und da waren einige Probleme wohl damals. So, mir fehlen immer noch welche. Hier ist ganz mehr. Wie fehlen denn jetzt noch? Oh, da fehlt aber noch eine ganze Menge, ey. Ja, dann können wir ja richtig Chaos sehen. Das ist ja das Schöne daran. Wir wissen, wo die sind. Ach, mal da oben ist auch noch was gewesen. Ist ja das Tolle daran. Dann können wir ja richtig Chaos sehen. In die andere Richtung. Da oben ist auch noch was. Hey, hier sind auch noch Steine. Jetzt auch noch ein Geheimlevel bei sich drin? Nee, hier ist nichts mehr. Aber das Spiel ist eigentlich ganz nett. Aber alleine würde ich es jetzt auch nicht spielen. Weil, wie gesagt, wenn ich es jetzt alleine spiele, dann habe ich alles freigeschaltet. Und das ist jetzt, ja, unvorteilhaft, sagen wir mal so. Wir haben ja schon einen, der das ja schon so weit gespielt hat. Deswegen brauchen wir uns ja da nicht noch zwei mehr Vorteile rausholen. Ne? Ja, es wäre, glaube ich, auch ein nettes Spiel gewesen, dass man das so zweit spielen kann. Wäre, glaube ich, auch eine ganz gute Idee gewesen. Aber so haben wir es jetzt mit vier Leuten. Ist auch was Neues. So, wo haben wir denn da sonst noch was? Sparks, rede mit mir. Da oben irgendwo. Ach, da oben. Okay, wie viel haben wir? 11 Stück fehlen mir noch. Ah, da oben sind sie. Ja, das denke ich auch mal. Videos sind auch schon geschnitten. Ich habe das jetzt so gemacht gestern. Ich habe die Aufnahme laufen lassen komplett und habe sie jetzt auf 30 Minuten geschnitten. Weil ich habe die Zielbitrate geändert auf 40. Und ihr seht, beim Eurotrax siehst du sofort den Unterschied. Es ist wesentlich schöner vom optischen her. Ich muss dann halt die Folgen kürzer machen. Nur beim Eurotrax habe ich gesagt, ich mache die Folgen so lang, wie sie sind. Also pro Tour. Das heißt, wenn ich jetzt eine Stunde fahre, habe ich dann auch plötzlich mal so ein Video, was 16 GB groß ist. Und da könnte man natürlich immer noch sagen, da geht man noch 20 wieder runter, ne?